Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Frisch aus dem Urlaub habe ich eine neue Lok mitgebracht, die Russian Class FD. Was natürlich nur Zufall ist, dass die gerade eingeblendet wird. Ja, gut, wir haben den 10. Januar, also zum Jahreswechsel gab es eine neue Lokomotive. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit der Idee, Antwerpen mit Broten zu versorgen, beziehungsweise mit Lebensmitteln. Ich habe gerade schon mal geguckt, ne, also das machen wir erstmal aus. Das habe ich jetzt vergessen, das mache ich sonst immer nämlich direkt aus. Ja genau, Kosten will ja keiner sehen. Wir sind bei 19,5 Millionen beim Darlehen, haben noch Luft nach oben. Heißt, wir könnten sogar noch ein bisschen was aufnehmen. Denn wir haben ja noch keinen Güterbahnhof, wo wir das abladen könnten. Den möchte ich ungern benutzen, den möchte ich als reinen Personenbahnhof benutzen. Aber wir könnten von mir aus gerne hier durchfahren und irgendwo hier auf der grünen Wiese dann einen Bahnhof bauen. Ich will nur vorher einmal gucken, ob sich das überhaupt schon lohnt. Ob wir überhaupt schon so viele Boote produzieren, dass sich das überhaupt lohnt. Jetzt gerade versorgen wir zwei Städte. Einmal Rheinbach bzw. Martu mit dem Zug. Da wollte ich einmal gucken, wie viel mittlerweile übrig bleibt, wenn der Zug denn auflädt. Und ich glaube, das ist jetzt das schlechteste Teil oder fast das schlechteste Timing. Oder bist du das gar nicht? Ne, du bist das gar nicht. Wo ist denn unser... Ah, da ist er. Der stand noch dahinter. Wie viel der denn liegen lässt? Macht auf jeden Fall Gewinn, auch wenn es nur knapp ist. Aber das reicht ja erstmal. Wir sind bei 50%, also da ist noch Luft nach oben. Und in Rheinbach sind wir bei 90%. Okay, das wird ungefähr so bleiben, aber Martu könnte noch mehr benötigen. Da ist natürlich auch die Frage, verlangen wir das denn, also beliefern wir überhaupt 100% oder beliefern wir nur die 50%? Ah, ich glaube, wir beliefern nämlich auch nur die 50%. Wir beliefern alles, was jetzt gerade weiß ist. Und wenn wir jetzt hier gucken, die ganzen Straßen hier drumherum sehen nicht so aus, als ob die was abkriegen. Das können wir aber mit der einen LKW-Station sogar hinkriegen. Da müssten wir noch nicht mal eine zweite bauen. Wir müssten nur die ganzen Sachen auf den LKW bekommen. Ja, das wird natürlich jetzt... eine Aufgabe, hier noch ein Gebäude zu platzieren. Dann nehmen wir auf jeden Fall nur eine Seite. Ich weiß aber noch nicht, wie ich es machen möchte. Ich versuche, glaube ich, erstmal so. Hier kommen wir, glaube ich, nicht dran. Ne, das geht nicht. Ich glaube, die Straße ging auch nicht weiter. Hier wäre natürlich eine schöne Fläche dafür. Alternativ. Können wir natürlich... Ja, jetzt ist es halt ausgeblendet. Weil es rot ist, hier reinbauen und hier dran gehen. Dann ist das hier vielleicht auch nicht so leer. Ah, warten wir mal kurz das Autosave ab. Hier wird es rein passen, aber das gefällt mir nicht so ganz, weil es nur 10 Meter sind. Ah, viel Platz ist hier nicht. Gerade, wie sieht es denn aus mit Aufschütten? Ich weiß, kostet eine Menge Geld, aber vielleicht wäre das an der Stelle mal angebracht, weil hier können wir ja zwei LKW-Haltestellen machen und die bestimmt noch 30, 40 oder auch mehr Meter lang machen. Müssten dann nur die hier die Straße rumkriegen. Oder wir versuchen es mal mit 30 km/h. Es ist nicht viel, was fehlt. Ich versuche es mal mit Aufschütten. Wir müssen ja nur irgendwie die Wassergrenze hier ein bisschen wegbekommen. Ich glaube, den Rest würde jetzt das Spiel erledigen, wenn wir die Straße bauen. Aber das sieht auch ganz gut aus. Und wir müssen ja jetzt hier nicht mit 50 durchfahren. Da reichen ja die 30 km/h vollkommen aus. Dann höre ich mal hier vorne auf, so, und dann baue ich mich mal hier rein. Mal gucken, wie das aussieht.
Okay, wir müssten schon noch mehr aufschütten dafür. Möchte ich jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir werden erstmal nur mit einer Haltestelle auskommen. Reicht ja auch am Anfang jetzt erstmal vollkommen aus. Nur die Länge möchte ich doch gerne etwas länger haben. Gehen wir hier mal knapp dran. So reicht schon fast. Dann kriegen wir vielleicht noch 10 Meter hin. Ach, wir kriegen sogar noch mehr, ne? Machen wir 50, das reicht. So, dann haben wir das auch. Dann fehlt jetzt noch die LKW-Linie. Und vielleicht wird dann auch mehr produziert. Das hätten wir vielleicht auch eher machen sollen, um den Zug ein bisschen voller zu bekommen. Na gut, jetzt ist es zu spät. Dann haben wir hier Matu Rot LKW. Brauchen wir unsere Straßenfahrzeuge. Ich würde, glaube ich, erstmal einfahren lassen. Wenn der 49 transportiert, die Hälfte... Ja, ich hätte gesagt, ein bisschen mehr als die Hälfte. Kommen wir zu der Cargo-Station, das ist, sagen wir mal 30. Das kriegt er mit 4 Fahrten weg und in der Zeit ist der Zug unterwegs. Ja, das sollte hinhauen mit einem erstmal. Ich habe die Auflösung vom Spiel mal ein bisschen runtergeschraubt, dass wir ein paar mehr FPS haben. CPU-Auslastung sieht gut aus. Ich habe auch ein bisschen was verändert bei der Aufnahmequalität. Ich nehme mal einen anderen Codierer. Ich hoffe mal, das funktioniert damit auch ein bisschen besser. Das ist jetzt gutes Timing. Wir haben 49 gerade hier liegen und könnten 59 mitnehmen. Dann sind wir schon mal bei 60. Ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt noch verändert bis zum nächsten Mal, wo der hier ist. Hier habe ich einen Hinweis gekriegt, dass unser Zug uns hier ausbremsen würde, wenn wir über die Doppelkreuzweiche fahren. Das stimmt, habe ich auch schon einmal geguckt. Weil ich überlegen wollte, ob wir das noch verändern. Wir bremsen nämlich auf 60 km/h ab, wenn wir hier von der rechten Spur auf die rechte Spur drauf fahren. Das wäre bei dem Zug egal, der fährt nur 50. Aber wir dürften, glaube ich, keinen Zug mehr kaufen können, der langsamer ist als 50. Ja doch, wir haben noch einmal 40. Aber dann wird es schon eng, also... 4 Züge fahren noch die 60, der Rest ist schneller. Vielleicht sollten wir da doch mal eine alternative Route bauen. Weil was wir jetzt haben, das haben wir auf jeden Fall dann schon mal gebaut. Und bevor ich später nicht mehr dran denke, auf jeden Fall danke für den Hinweis. So, jetzt fahren wir auch 120. Wenn ich mich nicht irre, dann mache ich hier die Doppelkreuzweiche sogar weg, weil dann geht die Linie auf jeden Fall hier rechts lang. Dann haben wir das auf jeden Fall geklärt. Dann muss ich, glaube ich, nur noch das Signal hier verändern. Und du würdest ja dann hier rechts halten. Beziehungsweise rechts lang fahren. Und du hältst dann hier einfach vor der Weiche so. Dann haben wir das auch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich das schon oder noch nicht? Ja, können wir immer noch mehr machen. Wir haben 7 Kapazität bei den... Fahrzeugen. Das höchste, was wir jetzt gerade haben, sind 9. Ich bin am überlegen, ob es sich lohnt, die Fahrzeuge zu wechseln. Also bei der Höchstgeschwindigkeit gewinnen wir nichts dazu. Da bleiben wir bei 40 km/h. Aber wir könnten halt den noch nicht. Doch, den könnten wir nehmen, weil du lieferst ja. Ja, könnten wir nicht überall nehmen. Weil wir auch bei einer Linie das Getreide, die Brote mit zurücknehmen. Das heißt, wir müssten entweder den oder den nehmen, wenn wir es überall machen. Ladegeschwindigkeit, ja, dann bleibt eigentlich auch nur der über. 2 Millionen haben wir. Wird ein teures Unterfangen auf jeden Fall. Ja, alternativ machen wir halt noch mehr LKWs und wir haben ja jetzt schon Stau. Also ein bisschen. Ja, der hält halt viel auf. Je weniger LKWs, desto besser eigentlich.
Aber komisch, dass das hier hinten nicht funktioniert hat. Da müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. Ja, ich glaube, ich würde jetzt einfach sagen, andere LKWs. Hier haben wir noch 23 liegen. Auf der Linie haben wir einige Fahrzeuge. Da könnten wir dann sogar vielleicht welche runternehmen. Ja, ich glaube, ich versuche mal die Linie. Weil wir mit, wir fangen mit einer. Wir machen eine Linie nach der anderen. Hier ist auf jeden Fall noch Potenzial. Hier haben wir noch 136 Güter liegen. Hier müssen wir auch keine Fahrzeuge von der Linie nehmen. Wenn wir jetzt einfach welche nehmen mit mehr Kapazität. Das sollte jetzt dann... Nee, gehen. Hier könnten wir dann auch sogar direkt 9 sagen, weil wir nicht mehr zurückfahren. Hat auch mehr KW, also fährt schneller an. Na, ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Aber probieren wir es einfach mal. Könnte man natürlich halt auch noch mehr Fahrzeuge auf die Linie setzen. 136, die da liegen, ist natürlich auch noch eine ganze Menge. Ich glaube, ich würde nochmal so 5 mehr nehmen. Haben wir 27. Auch eine vielbefahrene Linie. So, kommt ihr aus dem neuen Depot? Ja. So, wo wäre denn hier ein guter Ort für einen Bahnhof? Wir müssen ja noch überlegen, die Stadt, die wächst ja noch. Der Zug soll irgendwann weiterfahren, hier durch. Wir könnten hier das Ganze hinbauen. Oder ich mache mal lieber, glaube ich, die Höhenlinien an. Okay, das ist alles ziemlich flach. Und dann fahren wir mit den Güterfahrzeugen oder mit den Güterzügen hier durch. Und hier fahren wir dann mit den Personenzügen durch. Dann können wir das Ganze anbinden. Das ist ja eh eine relativ schnelle Verbindung dann. Das würde ich als Puffer lassen, so diese Fläche hier. Ich würde einfach, glaube ich, hier dran gehen. Und nach oben dann abtransportieren. Weil das hier ist zu eng und das ist schon zugebaut als Station. Hier können wir auch nichts machen, also wir würden hier rüberfahren. Und dann hier nach oben, ja irgendwie so. Weil es nur einmal auf den Zug, der da kommt, ob sich schon was getan hat. Und jetzt bei 61, das ist plus 2, das ist noch nicht viel. Aber jetzt gerade könnte man sagen, es wird sich noch nicht lohnen, einen neuen Zug nach Antwerpen zu machen. Da würde ich lieber, glaube ich... Ach, das ist doch gar nicht der Zug. Das ist der Personenzug. Stimmt, falsches Gleis auch. Das heißt, er ist hier hinten und hat 49 gerade ausgeladen und wir sind jetzt schon drüber. Also wir haben jetzt hier schon 69. Ja, vielleicht verändern wir den Zug auch einfach. Müssen wir darauf achten, wenn der gleich ankommt. Wird natürlich auch nochmal teuer. Den Zug dann neu zu kaufen. Ja, aber ich denke mal, wir müssten dann auch schon die Waggons und alles mit ersetzen. Aber kaufen wir erstmal einen Bahnhof. Wir nehmen einen Güterbahnhof. Durchgangsbahnhof, damit auch noch der Personenzug durchfahren kann. Ich glaube, ich mache die Haltepunkte dann sogar noch hier hinter. Weil wenn ich jetzt so baue, kann ich nach oben nach Belieben noch Gleise anbinden. Wenn ich das jetzt so machen würde, ist das schwierig. Deswegen glaube ich, mache ich jetzt einfach mal so. Und hier wird dann nochmal eine neue Straße oder irgendwie so lang führen. Was haben wir denn? Machen wir mal direkt das hier. 160 reicht. Zwei Gleise brauchen wir noch nicht. 500.000 im Vergleich zu 200.000. Ja, ein Gleis reicht ja vollkommen. Ja, würde ich jetzt erstmal so machen. Wissen wir auf jeden Fall schon mal, was wir anpeilen. Jetzt zwar nicht direkt in die Tat umgesetzt, aber wir haben schon mal einen kleinen Plan. Das heißt, da würden dann die Brote angeliefert werden. Hier können wir, glaube ich, schon mit Asphalt arbeiten. Ja, Bäume passen ja nicht so... Ja doch, ein paar Bäume im Industriegebiet sehen bestimmt auch nicht schlecht aus. Hier geht dann die Straße lang. Das mache ich jetzt extra in einer anderen Farbe, dass das so aussieht, als wäre das so ein bisschen Privatgelände.
Ah ja, und hier muss ich auch nochmal ausbauen, weil wir die Tramgleise brauchen. Ich muss gleich darauf achten, dass wenn der Zug ankommt, ich schnell einmal pausiere. So, dann sieht das ein bisschen schicker aus. Du hast immer noch deine Anbindung, falls wir da was machen wollen. Und hier haben wir jetzt eine etwas größere Straße und dahinter kommt dann jetzt der neue LKW-Umschlagplatz. Dann bleibt das hier für den Hafen. Ja, man hätte das irgendwie kombinieren können. Kann man bestimmt auch noch. Hier haben wir die Anbindung, das passt auch noch zum Hafen. Also hier könnten wir auch noch ein bisschen was reinbauen. Aber wird ja gerade noch nicht abverlangt, deswegen mache ich mir da jetzt erstmal keinen Kopf. Lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Der Zug müsste nämlich jetzt irgendwann ankommen. Da muss ich hin. Wir haben 94 jetzt, also schon das Doppelte. Ich würde sagen, da lohnt es sich, den Zug zu verändern. Weil 94 ist ja schon nochmal gewaltig. Dann können wir vielleicht auch mehr Gewinne einfahren. Dann sollten wir natürlich auch mehr Leistung nehmen. Wir haben jetzt gerade mittelmäßig, aber den Zug können wir auch nicht mehr kaufen. Wir haben vorher gehabt 240 kW. Ich bin gerade... Ne, wir gucken. Ich mache das von den Waggons abhängig, wie schnell die sind. 120 km/h, 50 und ich glaube, dann ist 80 als nächstes, weil 50 ist jetzt schon zu langsam. Hier haben wir 80 bei denen und 80 bei denen. Okay. Wir haben einen Zug, der kann 75 fahren und wir haben einen, der kann 60 fahren. Also den und den. Beziehungsweise hier haben wir, glaube ich, dann noch das asiatische Modell. Ich glaube, mehr würde ich auch gar nicht machen. 440, 450, 400. Ja, du fährst aber schneller. Aber wenn du einmal auf Touren kommst, du hast mehr km/h, aber das Gewicht ist, glaube ich, der Punkt, weswegen ich davon absehen würde, den zu kaufen. Nehmen wir 100 km/h. Ah, hier haben wir nochmal 75, der hat 460 bei 78 Tonnen. Ja, hat aber auch nur ungefähr dieselbe Leistung. Zugkraft ist knapp unter 100. Hier haben wir, was ist er denn? 150. Der zieht natürlich dann auch ordentlich. Der lohnt sich, glaube ich, nicht. Wie toll bist du denn? 200.000 im Jahr. Ja, 280 besser gesagt. Ich setze den mal, glaube ich, zusammen und guck mal, was bei rumkommt. Dann nehmen wir die 80 km/h Waggons. Moment, was haben wir denn? Wir haben die hier. Ich glaube, das habe ich damals mal runtergerechnet. Wenn man das jetzt durch 12 nimmt, beziehungsweise 82 durch 8, kommt man auf denselben Betrag. Dann lohnt sich natürlich... Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 12 Kapazität bei 15 Tonnen. Müsste sich das mehr lohnen? Ja, 20 ist zu viel. Oh, habe ich sogar schon einen dran gehangen. Ne, wir nehmen trotzdem dann den. Würde ich jetzt 100 machen? Oder 96 kommen wir, glaube ich, drauf. Wenn wir mittelmäßig. 96 kriegen wir auch gerade eben hin. Vielleicht mit mehr LKWs nochmal sogar, dass wir ein bisschen was auf Reserve haben. Aber das ist doch, glaube ich, das Maximum, was ich machen würde, weil wir fahren ja jetzt auch 25 km/h schneller. Wir fahren zwar auch nur mittelmäßig, aber das scheint ja zu reichen. Ich glaube, ich würde das einfach mal versuchen. Kostet zwar jetzt auch wieder eine Menge Geld. Jetzt mal bis 26 Millionen. Achso, hatte ich schon. Ja gut, probieren wir das mal. Okay, dann zahle ich die 2 Millionen auch direkt erstmal wieder zurück. Natürlich jetzt teuer gewesen. Jetzt müssen wir gucken, dass der Zug auf jeden Fall durchgehend voll fährt. Dadurch, dass wir jetzt auch die Abfrage vergrößert haben, durch die LKW-Linie in Matu, würde es sich vielleicht auch irgendwann lohnen, den Bauernhof wieder anzuschließen.
Vielleicht wird er jetzt gebraucht ab dem Zeitpunkt. Hier sind wir nämlich jetzt auch gut. Haben uns jetzt auch gut erhöht. Ja, oder besser gesagt, der Balken ist genau um einen Balken gewandert. Vorhin waren wir noch hier vorne, jetzt sind wir hier in der Mitte. Lager haben wir ein bisschen was. Aber solange die nicht vollfahren, würde ich den anderen Bahnhof auf jeden Fall nicht anschließen. Ich glaube, ich würde gleich einmal mit dem Zug mitfahren. Ich möchte sehen, wie viel Geld der uns einbringt, wenn der einmal ankommt. Währenddessen kostet der natürlich... Eieiei, eine Million. Wie viel hat der Alte denn gebracht? 468.000, der kostet jetzt einfach mal eine Million. Das will ich auf jeden Fall sehen, weil wenn der jetzt Minus macht, dann kommt er direkt wieder runter von der Strecke. Ich wollte jetzt einmal gucken, wenn wir hier sind, ob wir in Rheinbach die 100% anstreben oder nicht. Hier haben wir unser Straßenfahrzeug, unseren Anbau zum Halten für die Lebensmittel. Ah, okay, wir sind ein bisschen in eine Richtung expandiert, wo wir kein, oder was wir nicht beliefern. Wir haben hier vorne wenige Häuser. Okay, eins. Du bist auch nicht da dran. Ja, hier haben wir halt ein paar. Ist jetzt auch nicht der Rede wert, die Anzahl an Gebäuden hier. Aber wir könnten ja sowas einfach nochmal hier reinbauen. Irgendwann wird die Stadt hoffentlich hier die Straße durchziehen. Wir haben zwar hier diese LKW-Haltestelle, aber ich habe doch lieber die. Also vor allem jetzt, wo es noch möglich ist. Später, wenn wir irgendwann mal eine 1500 Einwohnerstadt haben und müssten große Gebäude zerstören, dann können wir doch ruhig auf die kleinen hier zurückgreifen. Ja, mache ich 30 Meter. Bräuchte ich eigentlich gar nicht. Wir laden ja nur ab. Ah, man wechselt dann also die Züge, ach die Züge, die LKWs wachsen halt auch irgendwann, dann bräuchte man die. Jetzt gerade bei den kurzen mache ich glaube ich nur 10 Meter. Mach vielleicht schon mal zwei auf jeder Seite, weil hier waren auch ein, zwei, oder mache ich euch noch? Das war aber gerade noch nicht da. Also zwei mache ich als Platzhalter. Mal die Straße auch noch mit anbinden, wenn wir dann eine Ausfahrt machen. Weiß nicht, ob hier schon was ist an Gebäuden. Ne, noch nicht, aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Ja, Steigung zu groß, das kriegen wir aber irgendwann hin. Das ist nicht schlimm. Wink mit dem Zaunpfahl. Dass die Stadt da dran bauen soll. Haben wir nämlich auch einen etwas kürzeren Weg. Ja, und jetzt würde ich, glaube ich, dann so zwei LKWs auf die Linie packen. Einfach, dass wir hier noch an den, noch die Gebäude anschließen. Die sind jetzt immer noch nicht dran, aber da hoffe ich halt jetzt auf die Straße. Weil dann sind sie auf jeden Fall hier an dem an der Abzweigung dran. Ja, da müssen wir jetzt einfach hoffen, dass das irgendwann passiert. Ich hoffe euch, dass der Zug gleich schon da ist. Guck mal ganz kurz, wo er ist. Der fährt hier auch schneller. Bist du das? Ne, Zug 3 ist es nicht. Oh, er kommt gerade an. Ja, vielleicht bräuchte man jetzt hier auch den zweiten oder einen zweiten LKW. Muss ich mal gucken, wie viel jetzt abgeladen werden von den 96. Ja, 96. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass der über eine Million macht, dass eine Fahrt reicht für die Betriebskosten. 1,2 Millionen, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das lohnt sich. Endlich mal ein vernünftiger Zug. Da haben wir jetzt 49 liegen. Du kannst gleich drehen. Kann ich dich jetzt schon drehen? Ne, du musst erst runterfahren. Jetzt, perfekt. Du kriegst einen zweiten Fahrer. Ich glaube, mit dem zweiten könnte knapp werden.
natürlich den Zug nicht blockieren. Wie teuer seid ihr im Jahr? Ihr seid doch nicht so teuer, oder? 16.000. Ne, dann gehe ich nochmal auf Nummer sicher, glaube ich, und hole nochmal einen dritten. Weil der Zug war jetzt doch schon relativ schnell da. Obwohl der auch mittlerweile sehr viele Leute bewegen könnte, die er... Aber er hat die Kapazität nicht dafür. Ja, an beiden Stationen mehr als genügend. Das machen wir dann Donnerstag. Ich will jetzt hier nochmal eben die Linie fertigstellen. Okay, haben wir auch einfach die Fahrzeuge. Dann kaufe ich jetzt nochmal zwei von den... Und den hier. So, dann sollte noch mehr produziert werden. Solange wir es nicht... Ah, ne, nicht leihen. Solange wir es nicht ausgeben, können wir es auch abbezahlen. Dann sparen wir nämlich uns ein paar Zinsen. So, und hier wollte ich jetzt die beiden Brote noch aufs selbe Terminal legen. Weil Brote liegen da nicht so viele wie Getreide. Gut, dann haben wir das auch. Ich würde sagen, das war eine gute erste Folge, um wieder reinzukommen. Neuer Zug, der uns einiges an Geld bringt. Ein, zwei Sachen verändert, wie mir hier mit der Kreuzung, was man vielleicht vergisst. Hier schon mal in Antwerpen überlegt, wo wir denn die Brote abliefern wollen und wie es da weitergehen sollte. Als nächstes würde ich aber erstmal, glaube ich, gucken, dass wir die Personen zwischen Martu und Rheinbach, ja, dass wir da einfach mehr Kapazität schaffen und das heißt auch einen neuen Zug kaufen werden, weil 130 oder 140, wie die das an den Stationen waren, das ist so eine ganze Menge. Ja, aber ich hätte jetzt einfach gesagt, das machen wir am Donnerstag, dann haben wir was, womit wir die Folge beginnen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, die Folge hat euch unterhalten und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.